von dir überdauern bis in alle Zeit. Das ist der Pascal Landert. Er macht am liebsten Perli-Shootings. Ja, das ist cool. Schön. Bleibt schon so, bleibt schon so. Das Beste daran, hier im Glarnerland, geht das überall. Super. Ja, ich bin natürlich heimatverbunden. Ich bin hier aufgewachsen, hier geboren. Und ich finde die Vielfalt, die wir hier hinten haben. Also wir haben sehr schöne Berge, wir haben wunderschöne Wälder, wir haben Seen. Wir haben ganz viele Sachen und es ist vor allem alles sehr, sehr nah und zugänglich. Und das ist natürlich sehr cool, als Fotograf, wenn du vor der Haustür zig Möglichkeiten hast. Heute ist er im Molliser Gäsi. Zmitz der Love-Session von der Janine und dem Marcel. Der Pascal Landert ist dabei nicht nur Bärli, sondern auch Landschaftsfotograf. Das ist eigentlich mega cool, wenn man Hochzeitsfotograf ist. Dass man eigentlich verschiedene Aspekte von der Fotografie etwas zusammenbringen muss. Also ich muss die Landschaft schön fotografieren, wie auch aber auch ein paar können locker vor der Kamera hinstellen. Und eigentlich diese zwei Sachen miteinander verbinden, ist mega cool, wenn ich schöne Landschaften habe und ein paar, die gerne in der Natur sind. Wenn ich wirklich ihre Liebe zur Natur, zu dem Platz auch kann in den Fotos irgendwie zeigen kann. Wirklich mal schnell zu mir schauen, Marcel. Als Hochzeitsfotograf entdeckt der Pascal Landert auch viele wunderschöne Ecken vom Glarnerland. Ob auf dem Clarida-Gletscher auf fast 3000 Meter oben oder ein bisschen weiter unten im Klüntel. Seine Bilder zeigen das wahre Gefühl. Das schafft man eigentlich nur mit Vertrauen, indem sie mir vertrauen. Und das Vertrauen muss man aufbauen, das kommt nicht einfach so von heute auf morgen. Und darum, mit jedem Paar, das ich fotografiere, treffe ich mich eigentlich vorgängig. Und zwar nicht nur schnell 20 Minuten, sondern es sind mehrere Stunden. Und ich versuche es kennenzulernen, ich habe etwas über ihre Geschichte zu erfahren, wie haben sie sich kennengelernt, wie ticken sie, was für Hobbys haben sie und so weiter. Und erst, wenn ich ein bisschen weiss, wie sie sind, dann haben sie auch Vertrauen zu mir und ich natürlich zu ihnen, dass sie sich wohlfühlen vor der Kamera. Zum Lebensfotograf ist er per Zufall geworden. Für einen anderen Hochzeitsfotograf ist er einmal als Ersatz eingesprungen. Ich habe gefunden, ich probiere doch das einmal und habe aber überhaupt keine Verbindung zu Hochzeiten gehabt. Und ich habe das gemacht und es hat mir am ersten Mal nicht so gefallen. Ich habe mich ein bisschen mit dem beschäftigt und habe im Internet Seiten gesehen, die gezeigt haben, dass gerade in Amerika ein Trend ist, von journalistisch Hochzeiten fotografieren. Und ich habe gefunden, das ist mega cool, dass man nicht die gestellten Bilder macht, sondern dass man eigentlich das festhält, was am Tag passiert, die richtigen Emotionen. Und ich durfte eine zweite Hochzeit fotografieren. Und die habe ich dann so fotografiert, wie ich das will. Ich wollte jeden Moment festhalten. Und ab da habe ich gemerkt, das ist etwas Lässiges. Mittlerweile hat er sich als Hochzeitsfotograf durchgesetzt. Mit einem grossen Willen und einem Auge für die ganz grossen Gefühle.